Hallo und grüß Gott, herzlich willkommen heute zu unserem Backkurs bei Lumara. Leider können wir Sie im Moment nicht direkt besuchen und darum möchten wir aber auch, dass Sie immer auf dem neuesten Stand sind, was bei Lumara momentan gebacken wird. Seit 25 Jahren besuchen Sie unsere Kolleginnen, unsere fleißigen Beraterinnen und zeigen Ihnen die Rezepte vor Ort. Leider ist es einfach momentan nicht möglich, aber wir haben ja eine Lösung gefunden. Wir machen heute mal das 2 auf einen Streich, cremig und fruchtig. Es ist ja in der Regel immer so, dass wenn wir Gäste bekommen, haben wir immer das Gefühl, wir müssen eine große Auswahl backen. Das können wir schon machen, aber man sollte dann schon darauf achten, dass wenn wir eine Auswahl machen, dass wir das Gebäck nicht zu groß machen. Und das funktioniert natürlich mit unserem Baukasten hervorragend. Unser Baukastensystem, sprich Backsystem, besteht aus dem Backfuß, dem Backgitter und aus der Folie, aus den Formen und in dem Fall natürlich aus einer der interessantesten Formen, nämlich der Backschnitte. Der 50-50-Form zum Teilen und in dem Fall auch noch die Rührkuchenform, sodass wir die Möglichkeit haben, entweder zwei Teile herzustellen, drei Teile herzustellen oder vier Teile herzustellen. Das alles ermöglicht Ihnen dieses Backsystem. Wir gehen jetzt her, den Backfuß stellen wir in den Ofen. Dann schlagen wir einen Biskuit auf. Heute machen wir mal ein Rezept, ein Biskuitrezept mit 4 Eier, 80 Gramm Zucker, 80 Gramm Wasser, 80 Gramm Mehl, 80 Gramm Lumara Biskuit fein. Und wir können natürlich auch diesen Biskuit noch abwandeln in allen Variationen. Wir geben heute noch etwas Zitronen, Lumara Zitronentraum dazu. Und alles kommt in die Rührschüssel und wird 8 Minuten aufgeschlagen. Wir gehen aber auch gleich noch her und nehmen die Elko Knusperbiene und mischen die mit 70 Gramm Mandeln, weil daraus entsteht dann ein Bienenstich. So, die Biskuitzutaten schlagen wir 8 Minuten auf. Danach streichen wir die in die Backschnitte, setzen die 50-50-Form ein und in die andere Hälfte der Backschnitte stellen wir die Rührkuchenform. Die Knusperbiene mit den vermischten Mandelnblättchen streuen wir in das mittlere Feld. Wir machen das meistens auch noch mit dem Pinsel, damit es richtig schön gleichmäßig verteilt ist. So, das Ganze stellen wir jetzt auf den Backfuß im Ofen und die Backzeit beträgt circa 30 Minuten. Das heiße Gebäck und den Backfuß nehmen wir dann aus dem Ofen und lassen das Gebäck auf dem Backfuß, so wie wir es rausnehmen, wieder abkühlen. Danach nehmen wir einen Tortenretter und schieben den unter die Folie und ziehen die Folie an beiden Ecken, nehmen wir sie und ziehen sie unter dem Biskuit durch. Jetzt steht der Biskuit auf dem Tortenretter. So, jetzt gibt es bei Lumara ein schönes Allzweckmesser. Die Folie haben wir ja entfernt, weil auf der Folie darf man nicht schneiden und auch nicht reinstechen. Und jetzt nehmen wir eben das Allzweckmesser und lösen die beiden kleinen Biskuit raus, das heißt den Bienenstichdeckel und den Boden dazu. Ganz wichtig ist jetzt, wir nehmen den Knusperdeckel, drehen den um, das heißt, legen ihn auf einen Tortenretter, sodass die knusprige Seite nach unten schaut. Und jetzt nehmen wir unseren Schnittenteiler, der ja normalerweise 24 oder 30 Stückchen einteilt. Aber wenn was 24 einteilt, dann kann man natürlich auch, wenn man eine Form hat, die ein Viertel ist von der Backschnitte, und das ist die Rührkuchenform, kann man natürlich auch 6 Stückchen einteilen. Angenommen, Sie haben auf Ihrem Buffet mehr Gebäckstücke stehen, dann kann man natürlich die 6 eingeteilten Stückchen noch einmal teilen, dann haben wir 12 Stückchen. Jetzt gehen wir her und setzen die Rührkuchenform wieder um die geschnittenen Stückchen. Jetzt stellen wir unsere Creme her. Wir nehmen
Jetzt 350 Milliliter Sahne und 2 Esslöffel Lumara Vanillecreme und schlagen alles zusammen auf. So, bis das richtig schöne cremige Masse ist. Man kann natürlich, wenn man will, zu jeder Zeit diese Creme noch abwandeln mit Eierlikör, mit Baileys, mit Schokolade, mit Nougat, was das Herz begehrt. Nach dem Aufschlagen streichen wir die Creme auf den Biskuit, der in der Rührkuchenform ist. Dann legen wir das zweite Teil, sprich den Boden auf, legen eine Platte drauf, mit der wir dann auch servieren. Also ich würde empfehlen, den Tortenretter halb mit der Kuchenunterlage und drehen das Ganze um, lösen die Form von dem Gebäck und schon haben wir einen fertigen Bienenstich. Schmeckt hervorragend. So, jetzt kommen wir zum zweiten Kuchen, nämlich unseren Obstkuchen oder Beerenkuchen, je nachdem, was Sie machen möchten. Wir machen als allererstes mal eine Creme und zwar nehmen wir die Vollmilch-Kaltcreme von Lumara. 100 Gramm Lumara Vollmilch-Kaltcreme, 250 Milliliter Wasser. Beides rühren wir kurz auf und streichen die Creme auf den Biskuit in der 50-50. Die Vollmilch-Kaltcreme von Lumara ist übrigens einer der vielseitigsten Cremen überhaupt. Diese Creme kann man wirklich in allen Variationen abwandeln. Man kann sie natürlich mit aufgeschlagener Butter mischen, dann haben wir eine Buttercreme. Wir können natürlich auch Quark dazu geben und können sie als Backcreme verwenden. Man kann natürlich genauso gut Hefeteige mit dieser Creme füllen. Sie können mit Obst arbeiten, alles, was das Herz begehrt. Jetzt legen wir auf die Vollmilch-Kaltcreme unsere Beeren und dann machen wir sofort einen Guss. Und zwar brauchen wir jetzt 300 Milliliter guten Fruchtsaft. Also wir verwenden sehr gerne Sirup mit etwas Fruchtsaft gemischt. Was jetzt nicht so gern verwendet wird, ist Wasser und Zucker oder Zuckerwasser, wie man das nennt. Also der Guss schmeckt einfach am besten, wenn er mit guten Säften gekocht wird. Wir brauchen 300 Milliliter vom Fruchtsaft und 3 Teelöffel Elko-Tortencelli. Den Fruchtsaft kochen wir mit dem Tortencelli auf und füllen ihn in die Lumara-Tränkliesel. Der Fruchtsaft muss oder der Jelly muss heiß verarbeitet werden, weil sonst kann es passieren, dass er fest wird und dann geht er nicht mehr durch die Löcher der Tränkliesel durch. Die Tränkliesel wickle ich dann mit einem Tuch ein, weil das Ganze sehr heiß ist. Und jetzt können Sie Ihre Früchte wunderbar ganz, ganz fein mit Tortenguss glasieren, sodass Sie nicht zu viel Guss auf Ihren Früchten haben, weil manchmal ist es so, dass mehr Guss drauf ist wie Früchte. Das ist einfach dann keine Obsttorte mehr. Lassen Sie das Gebäck jetzt circa 10 Minuten stehen, dann ist der Guss schon fest und dann können Sie natürlich auch wieder mit dem Messer am Rand entlangfahren und den Kuchen aus der Form lösen. Was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, bevor wir den Obstkuchen fertig machen, natürlich auf eine passende Platte stellen, sodass der Kuchen, wenn er fertig ist, sofort serviert werden kann. So. Wir freuen uns, dass wir Ihnen diese super einfache Idee vorstellen durften. Sie werden begeistert sein. Die Kuchen passen hervorragend in die kommende Jahreszeit. Mit Lumara 2 auf einen Streich, sahnig und fruchtig, gelingen Ihnen diese beiden Kuchen im Handumdrehen. Mit unserem Baukastensystem sind wir einmalig. Wir sind sehr begeistert. Wir freuen uns natürlich auf ein persönliches Wiedersehen, sobald diese wieder möglich ist. Das, was Sie hier sehen, ist eine Lösung in der Corona-Zeit. Nehmen Sie mit unseren Beraterinnen Kontakt auf. Sollten Sie keine haben, wenden Sie sich an Lumara, info@lumara.de. Wir suchen für Sie und helfen Ihnen weiter. Bitte schicken Sie keine Nachrichten auf unsere Facebook-Seite. Diese wird nicht bearbeitet, sie dient lediglich für Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Backen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.